Am Samstag findet hier in der Culture Factory in Lustenau ein großes Hip-Hop-Festival statt, veranstaltet vom Prinzip AK Bio. Was kann man sich erwarten? Also morgen kann man sich auf jeden Fall 5 Top-Acts erwarten vom Vorarlberg mit Anti-Styles, Sensi Q, mit mir natürlich, Hussein Captain und Last Flow. Nun steht auf der Headline des Plakats Prinzip Goes to the Army. Was hat es damit auf sich? Also ich habe das Ganze organisiert für morgen und auf jeden Fall feiere ich da meine Abschlussparty, Prinzip Goes to the Army, und habe aus dieser Party noch ein Hip-Hop-Festival dazu gestaltet. Und ja, ich bin natürlich der Headliner, weil ich auch das selbst in die Hand genommen habe und die finanziellen Dinge bezahlt habe. Und ja, das läuft alles morgen auf mich. Und Sie werden ins Bundesheer gehen? Ja, genau, im Juni bin ich im Bundesheer. Und ja, ich hoffe auf eine gute Zeit. Sie freuen sich darauf? Teilweise. Ich kann keinen positiven Zweck draus ziehen, deshalb kann ich mich auch nicht ganz freuen. Werden Sie komponierend tätig sein im Heer vielleicht, wenn es möglich ist? Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, wenn ich Zeit habe, packe ich mein Blatt Papier raus und dann wird geschrieben. Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich gegenwärtig in Ihrer Musik? Also auf jeden Fall die Wirtschaftskrise zurzeit, so ein bisschen. Und ja, natürlich, was um die Welt, also um die Welt. Ja, also ich schreibe, was ich sehe sozusagen, was ich in den Medien sehe, was ich draußen sehe, auf den Straßen, und auf jeden Fall natürlich über mein Leben, wie es mir momentan geht, schreibe ich. Kann man sich auch Rest in Peace Jelena erwarten auf so einer Party? Nee, also ich hab beim zweitletzten Auftritt, glaube ich, gesagt, ich werde den Song nicht mehr spielen, weil es einfach, ich kann nicht dieses Lied jedes Mal bringen. Das kann ich einfach nicht. Das Lied, ab und zu höre ich es mir das an, nur für mich, aber in Zukunft werde ich es nicht spielen. Es hat seine Gründe, die ich auch jetzt nicht nennen will, aber ich werde auf jeden Fall Rip Yelena nicht mehr spielen. Ich werde 5 neue Lieder spielen aus dem kommenden Album The Temple of Prinzip mit meinem Man Sensi Q on Stage, mein Backup, wie ich auch sein Backup. Und ja, wird ein toller Abend morgen. Ich hoffe, dass viele Leute kommen und mit uns abfeiern und Spaß haben.